Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Februar 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Viele schöne, rosige Liebesaspekte warten im Februar auf euch, besonders in der zweiten Monatshälfte. Auch eure Freundschaften stehen unter guten Sternen. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt und dafür eine Beratung braucht, meldet euch gerne bei mir, entweder über meine Homepage oder direkt auf meinem Kundentelefon. Dann können wir einen Termin vereinbaren. Die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und oben auf der Infokarte hier im Bild. In der Verlosung gibt es diesmal eines meiner Jahreshoroskopbücher zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt wollen wir in eure Sterne schauen. Welche langfristigen Tendenzen bei euch und auch im Februar wirken, das habe ich im ersten Teil des Jahreshoroskops ausführlich erklärt. Da könnt ihr dann gegebenenfalls nochmal reinschauen und das kann man natürlich auch in meinem Buch nachschlagen. Da findet ihr auch die Geburtstagskinder, die wichtige Aspekte direkt auf die Sonne empfangen. Bei den langsam laufenden Planeten ändert sich erstmal nichts. Nur wenige Aspekte verschieben sich etwas jetzt im Februar und die nenne ich euch jetzt. Der Saturn läuft in diesem Monat über die Sonne der Geburtstagskinder vom 25. bis 30. Dezember. Und die Lilith verbindet sich mit der Sonne der Geburtstagskinder vom 30. Dezember bis 4. Januar und macht die etwas kratzbürstig, aber auch besonders charismatisch. Alles dazu findet ihr dann halt eben im Jahreshoroskop. Der Jupiter sorgt für glückliche Freundschaften und gute berufliche Unterstützung, und zwar ganz besonders für die Geborenen vom 11. bis 14. Januar. Und so sehen die aktuellen Konstellationen im Februar aus. Der Merkur, die Sonne und die Venus stehen für euch im zweiten Sonnenhaus der Finanzen. Das ist sehr günstig für Einkäufe und wahrscheinlich kommt jetzt auch Geld bei euch rein. Vielleicht habt ihr ja, genauso wie ich als Steinbock, über den Jahreswechsel hart gearbeitet und nun werden eure Rechnungen bezahlt. Wenn ihr fest liiert seid, habt ihr bestimmt auch mit dem Partner über den Umgang mit Geld gesprochen und Vereinbarungen getroffen oder über eine gemeinsame Anschaffung nachgedacht. Die Mondfinsternis vom 31. Januar kann eine Auseinandersetzung um dieses Thema anzeigen, denn die fällt hier bei euch auf die Werteachse im Horoskop. Und das könnte dann der Konflikt sein, den ich auch in der kosmischen Schwingung angesprochen habe. Ihr gebt dann vielleicht nach oder ihr merkt, dass sich in eurer Beziehung beide nicht mehr so recht an diese Abmachung halten und dann fangt ihr an, euch zu ärgern. Mit dem Saturn hier in eurem eigenen Zeichen wollt ihr wahrscheinlich die Regeln vorgeben, aber das kann schwierig werden, besonders wenn euer Partner aus den Zeichen Widder, Krebs, Waage oder Wassermann ist. Dann regt sich Widerstand. Oder vielleicht ist es auch ein Fischlein und der tut dann einfach so, als wüsste er von nichts. Ich glaube aber, dass es sich nicht lohnt, sich deswegen gleich zu streiten, so gleich zu Jahresanfang. Da muss man dann eben noch mal kurz ins Auge fassen, was man sich vorgenommen hatte und vielleicht auch überlegen, ob man zu hohe Ziele oder zu hohe Erwartungen hatte und nicht gleich enttäuscht sein, wenn es auf Anhieb nicht klappt. Das ist doch nur menschlich. Ich habe ja schon in meinem Workshop Saturn-Probleme heilen darüber gesprochen, dass man flexibel bleiben muss und nicht zu sehr in den ganzen Saturn-Strukturen erstarren darf, sonst macht man sich auch unglücklich. Also bleibt ein bisschen locker. Zum Ende des Monats gibt es einen Versöhnungsaspekt. Ihr könnt eurem Partner sowieso nicht lange böse sein. Der 6. Februar ist ein Top-Tag für euch. Da bekommt ihr Unterstützung aus dem Freundeskreis und auch Liebesplanet Venus bekommt einen schönen Aspekt. Der spricht für frischen Wind in euren Beziehungen und außerdem kann es auch ein überraschender finanzieller Gewinn sein. Vielleicht solltet ihr an dem Tag mal einen Lottoschein ausfüllen. Am 11. Februar geht die Venus ins Zeichen Fische und damit in einen ganz bezaubernden Aspekt zur Steinbocksonne. Sie geht dann in euer drittes Sonnenhaus und das bedeutet, dass ihr liebevoll und sanft kommuniziert und euch austauscht. Vielleicht empfangt ihr süße Liebesbotschaften und auf einmal erscheint euch auch euer Partner wieder sehr begehrenswert. Dieser schöne Aspekt verwöhnt zunächst die erste Dekade der Steinbockgeborenen, ab dem 19. und bis zum 27. Februar dann die zweite Dekade und anschließend bis zum 7. März die dritte Dekade. Am 15. Februar ist Neumond und der fällt in euer zweites Haus der Finanzen und des Selbstwerts und er hat einen sehr schönen Aspekt zu Ideenbringer Uranus.
Da könnt ihr darüber meditieren, was ihr braucht, um euch innerlich reich zu fühlen, was ihr noch unternehmen könntet, um zu Geld zu kommen. Und wenn ihr Geld habt, wollt ihr vielleicht eine originelle Anschaffung machen, die auf die Dauer an Wert gewinnt. Über all solche Dinge könnt ihr da gut nachdenken. Und falls ihr ein finanzielles Problem habt, kommen euch überraschende und ungewöhnliche Ideen für eine Lösung. Am Samstag, den 17. Februar, sieht es nach einem Top-Tag für euch aus, mit viel Liebesgeflüster und Fantasie, aber auch mit Spaß im Freundeskreis. An dem Abend würde ich ausgehen oder, wenn ihr lieber für euch sein wollt, habt ihr eine super Inspiration zum Schreiben und Texten. Am 18. gehen dann der Merkur und die Sonne ins Zeichen Fische, auch in euer drittes Haus der Kommunikation. Damit beginnt eine sehr schöne vierwöchige Phase für alle Steinbock-Geborenen, die gerne schreiben und Texte verfassen oder bloggen oder viel telefonieren oder gerne was dazulernen. Außerdem könnt ihr euch in Gesprächen mit neuen Leuten, die ihr kennenlernt, gut einbringen und wirkt sehr charmant und überzeugend. Allerdings steht ja der Mars ab der Monatsmitte und noch bis Anfang März in Spannung zu den Fischeplaneten und er steht für euch im 12. Haus des Rückzugs und der Spiritualität. Die Energie ist also ein bisschen nach innen gerichtet und kann auch eine innere Spannung und Nervosität bei euch erzeugen. Wenn ihr das spürt, könnt ihr gut Tagebuch führen, um etwas über euch selbst zu erfahren. Und ihr könnt die Spannung abbauen, wenn ihr euch aktiv für andere einsetzt, zum Beispiel in einer Charity oder indem ihr einfach Nächstenliebe übt. Einen Top-Tag erlebt ihr am Mittwoch, den 21. Februar, wenn der Mond im Zeichen Stier eine positive Verbindung schafft zwischen den Romantikplaneten und Saturn und Lilith. Wenn ihr da jemanden kennenlernt, könnte das sehr aufregend sein und eine Sache für länger werden. Der Montag, der 26. Februar, ist auch ein Top-Tag für euch. Der Mond im Partnerhaus bildet dann ein super schönes Harmoniedreieck zu den Romantikplaneten in den Fischen und Glücksplanet Jupiter. Das ist toll für neue Begegnungen und sicherlich auch sehr inspirierend. Und auch für vielversprechende Geschäftskontakte kann das ein sehr guter Tag werden. Das waren eure Konstellationen im Februar. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei oder ruft auf meinem Kundentelefon an. Dann könnt ihr eure Wunschberatung bei mir buchen. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mit meiner Webinarreihe Antonias Sterne geht es dann im März wieder weiter. Der nächste Termin ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Ausgabe meines Jahreshoroskops als Buch gewinnen. Mit eurem Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und allen wichtigen Daten und Zahlen des Jahres bis Dezember. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch das Buch kauft, denn dann habt ihr nicht nur ein schönes Buch mit den Tendenzen für das ganze Jahr, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit für die kostenlosen Horoskop-Videos. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir einfach einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch für euren Erlebnishintergrund auch nochmal Teil 1 eures Jahreshoroskops als Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.